Okay, die kommen alle aus dem Zelt da immer wieder raus und immer wieder. Okay, aber 50% ist er schon. Das heißt, bald wird er dann ableben, feiern irgendwann. Das ist ganz gut, wir können hier die Ads töten und... Oh, er muss jetzt weggehen. Ich glaube, wenn er mich da mit drei Dingern trifft, dann geht es langsam auch schon vorbei. Noch eine neue Attacke. Irgendwas, was vom Himmel fällt. Oh, jetzt werde ich von allen Seiten irgendwie penetriert. Uiuiui, okay, okay, komm. Erstmal ein bisschen wieder auf Abstand gehen hier. Alles gut. Alles gut. Immer alles gut. Oh, okay, da bin ich fast noch ein Stück zu lang drin gestanden, lieben, wie auch immer. Oh, wir haben fast alle getroffen, obwohl ich eigentlich zur Seite gelaufen bin. Oh, okay, okay, okay. 30% aber. Das heißt, langsam... Ah, lass mich in Ruhe. Kleines blödes Ad hier. Und ich werde hier langsam zum Spawn gehauen. Ich komme hier gar nicht mehr richtig irgendwo hin. Unfassbar. Okay. 25%. Diesmal kein einziger Hit mit seiner Superattacke da. Drücken wir einen Pot hier durch. Hier stehen wir ganz gut. Da können seine Sidge-Freunde, die unzerstörbar sind, gar nicht schießen. Das ist wichtig, dass den Schüssen immer ausweichen. Die machen ziemlich krassen Schaden. Oh, okay. Ich war sogar bei Hälfte Leben gerade. Das wäre nicht so gut geworden. Aber seine Attacken werden auch immer schneller. Also, oder ich spiele es mir nur ein. Ah, seine Turret-Freunde schießen wieder. Na komm. Komm zu Papa, mein Freund. Ich würde sagen, unter 10% ist er schon auf jeden Fall. Na komm schon. Okay, das war's endlich. Ah, da ist der Mana Guardian wahrscheinlich. Ja, das wird er wohl sein. Ja, Guardian of Mana. Okay, um Sword bekommen. Goldene Boots und einen kleinen Bogen. Man kriegt ja auch immer ganz brav die Identifikationskreuz, damit man auch direkt die Boots identifizieren kann. Und 9% MF und 2% Ausweichchance und 3% Poison Damage. Ja, ist jetzt ein bisschen traurig. Also, das MF ist natürlich nice. Ich glaube, 9% ist hier relativ viel im Spiel. Aber... verglichen mit meinem blauen kommt da eigentlich nicht viel an. 2% Ausweichchancen, na gut. Na gut, aber sonst, ne? Nicht so toll. Das können wir auch wegtun. Okay, Mana Guardian, ich hab dich befreit. Hey, wie geht's dir? Stop. Enough. You have freed me from my enslavement and I am myself once more. We must leave this place. Okay, sie hat jetzt hier gesagt, stopp, genug, du hast mich ja, von meiner Sklaverei befreit und
wir müssen diesen Platz hier verlassen und sie wird ein Portal für mich nach Zerepich öffnen. Also ich darf jetzt, boah, ich krieg jetzt hier den Mega XP, aber ich kann jetzt hier erstmal ein Item aussuchen. Ich finde ihre Sounds ein bisschen krass irgendwie. Und direkt mal schön hier Level Up bekommen. Und was nehmen wir hier? Darf ich natürlich auch noch nichts nehmen, auch noch nicht. Und das ist auch schon auf Max Level, verdammt. Ich könnte natürlich Punkte aufsparen. 40, 43, 40, 38. Ich bin aber erst bei Level 37. Na gut, dann nehmen wir ein bisschen Damage mit. Ach, da oben ist das Portal. Ich habe schon gedacht, das kommt hier unten. Boss Chest. Oh, und noch ein Gold-Item bekommen. Schauen wir direkt mal nach. 232 DPS, 2% Chance, du kannst fully heal yourself. Auf dich selber. Oh, when you get hit, conveys 10% Chance des Stun-Tages für 2 Sekunden. Und Silencen für 10 Sekunden. Oh. The longer the toss, the deeper the bite. Okay. Das tun wir dann auch hier in meine kleine Sammelchest, sage ich mal. Das hier können wir auch direkt wieder aussortieren. Ah, ich kann jetzt hier meinen Supergürtel tragen. Der sehr, sehr gute Ressourcen, Resis hat. 58 Leben, 4% zu allen Schäden. Increase das, bla bla. Das Einzige, was ich vermissen werde, sind die 4% zu allen Damage-Typen. Aber sonst ist der hier erheblich besser. Müssen wir natürlich noch vielleicht, Dingsbumsen, enchanten. Gehen wir mal hier rein. Und da sind wir wieder in der geliebten Stadt. Und natürlich will der Guardian mit uns reden. Okay, der hat jetzt hier erzählt, dass ich hier nach Grunheim muss, zum Railmaster. Der wird mich dann dahin bringen und ich kann dann dahin kommen. Aber was wichtig ist, der dunkle Alchemist hat die Kraft der drei Guardians. Und ich muss hier noch zum Clockwork Core gehen. Na gut, gucken wir, wo die Reise hinführt. Ah, ich kann jetzt hier hinlaufen. Da ist der Railmaster. Ah, hier ist dieser Zug, dieses Ding. Okay, der kann mich da extrem schnell hinbringen. Aber jetzt will ich auch die Railmaster Quest abgeben. Ist das nicht Robot Parts? Das ist auch so ein Ding hier, so ein komischer Zug. Das scheinen wohl Züge zu sein. Oh. Na gut, gehen wir erstmal dahin. Nein, ich will doch noch nicht dahin.
Weil ich habe ja noch gar nicht die ganze Map hier erscoutet, sage ich mal. Die normale Map. Das fehlt mir ja auch noch. Also es sind noch zwei Sachen. Ich habe ja den Golden Key noch. Hab ich? Hatte ich? Warum habe ich den nicht mehr? Ja, wir müssen auf jeden Fall die Map noch ein bisschen gucken, weil da werden bestimmt noch ein paar Nebenquests sein. Die war ja ziemlich riesig. Gut, dann mache ich hier erstmal ein kurzes Save-Game. Und die nächsten Parts werden dann noch in Akt 2 gemacht, damit ich die Map voll krieg. Und da muss ich auch gucken, wie ich da zu den Railmaster-Typen komme. Das kriege ich aber schon irgendwie hin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.